Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Combat Mission. Ja, es ist Freitag und ich denke, heute werden wir auf jeden Fall sehen, wie hier dieser kleine BMP eine ganz böse Überraschung erlebt. Wir werden das Gebäude hier nehmen und vielleicht werden wir sogar die Mission abschließen. Mal gucken. Auf jeden Fall warten wir jetzt darauf, dass unser Bömmchen vom Himmel fällt. Wir haben hier eigentlich jetzt alles um die Town Hall rum besetzt und werden diese gleich nehmen. Und dann bin ich mal gespannt. Wir werden dazu sogar hier die Gruppe nehmen. Ich denke, bis dahin ist der Angriff des Tornados durch und dann können die anderen weiterhin Sicherung halten. Und wir später dann die Town Hall komplett sichern. Aber gucken wir erstmal, ob es unser Tornado diesmal schafft, uns ein schönes 1000-Pfund-Bömmchen hier drauf zu schmeißen. Das wäre ja spitze. Na, Tornado? Jawollo! All Ordnance Release. Ich hoffe doch, dass du nur eine abgeworfen hast. Ja, schön, ne? Aber das Ding. Der hat gezündet. Oh, hier haben wir noch eine zweite Rauchsäule. Vielleicht ein Bug. Vielleicht stand da auch noch ein Fahrzeug. Auf jeden Fall hat es da gut gescheppert. Cool. Cool. Er hat ein Bömmchen abgeworfen. Das reicht auch. Das reicht. So, wenn ihr da seid, bupp, bupp, bupp. Und dann nehmen wir die Town Hall. Dann ja auch mal Zeit, tja. Ja, unsere Unterstützungselemente haben hier schon deutlich was hergemacht. Man schon sagen, ohne die wäre es bei weitem nicht so gut möglich gewesen. Eine schwebende Rauchsäule. Ist ja mein Ding. Hier ist schon ganz schön was im Eimer. Also die Stadt hat auch eindeutig gelitten. Und was hier schon an feindlichen Fahrzeugen jetzt hochgegangen ist. Ist in einer Town Hall dran. Bisher kein Gegner entdeckt im Inneren. Ist gut. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Wir lassen die erst den ersten Raum sichern, bevor wir weiter reinrücken. Vor allem, weil sowas natürlich gut als Trigger dienen kann, sollten wir jetzt unsere Augen offen halten. Ob hier nicht gleich irgendwo irgendwas passiert. Ich glaube mittlerweile fast, dass da zwei Fahrzeuge nebeneinander gestanden haben. Macht bei einer Garage ja sogar Sinn. Dass er sagt, quasi so eine Art Fuhrpark da wahrscheinlich. Wahrscheinlich gar nicht schlecht gewesen, da nochmal zwei Bömmchen reinzuwerfen. So, ihr seid noch bereit. Spitze.
Guti. Mann, das ist mal schön entspannt in Ruhe. Upp. Keine unnötigen Verluste riskieren. Wir können uns das auch langsam nicht mehr leisten. Unsere Truppe hat echt schon ganz schön was abbekommen. Das, ja. Aber bisher scheint sich nichts mehr zu rühren. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt sofort hier ein Gegenangriff läuft. Und der Gegner uns quasi versucht sofort, weil das ist so ein klassisches, wo man guten Trigger setzen kann, ne? Wenn Infanterie in dem Bereich, dann drauf. Aber bisher ist ruhig. Sogar sehr ruhig. Weiß natürlich nicht, was sie schon an feindlichen Kräften zerschlagen haben. Ich denke, insgesamt haben wir denen schon ganz gut wehgetan. Wir haben ihn mal hier auch mal so um die Ecke rumlinsen lassen. Ihn hier vor die Mauer bringen. Also von der Straße her kann beim Gegner eigentlich nichts mehr kommen. Das hätten wir ja dann hinten aufgespäht eigentlich. Da wäre also zumindest hier immer so wieder Blick drauf. Und auch hier können ja, hier könnten wir nochmal zuletzt durchgucken. Weil man sagen muss, das hier war echt eine kritische Situation. Das war ja auch ein moderner Panzer. Das hätte schnell schief gehen können. Hätte schief gehen müssen für uns. Das war reines Glück. Ja, Town Hall ist sicher, Polizeibarracks sind sicher. Tja, jetzt können wir noch ein bisschen unsere Position festigen. Aber ich denke mal, sonst war es das im Großen und Ganzen. Das MG ist da oben, das ist ganz gut. Den zusammengeschossenen Trupp, die immer noch eine gute Moral haben, packen wir hier in Flankenstellung. Wenn sie da nur begrenzt, aber sie können wirken. Also. Das Dingfenster, ja, hat's. Also den dann auch hier. Ah ja, flankierende Position. Die hier hoch. Ups. Aber weiß ich nicht, ob man wirklich noch von dem Gegenangriff ausgehen kann. Ich würde jetzt mal sagen, eigentlich nicht.
Hier kann der Gegner wegen dem Leo eigentlich nicht vorbei, also bin ich fast gewählt, den hier eher nochmal so zur Unterstützung zu den Police Barracks zu schicken. Ist der hier quasi mit absichert, weil jetzt hier der aktuell ja der HQ-Trupp hier alleine ist. Ist ja übrigens gar nicht schlecht, den mal hier reinzusetzen, damit die, wenn hier der Gegner rein will, das doch sehen würden. Und ansonsten denke ich, wenn hier kein Gegenangriff mehr kommt, dann war es das jetzt. Könnten wir jetzt die Stadt durchjagen, aber... ich halte meine Kräfte dafür auch schon ganz schön angeschlagen. Tja. Ah, da standen wirklich zwei Sitters. Schon direkt nebeneinander. Ja. Tja, ja. Oh, eine Sekunde. Tut mir leid, da hat's gerade eine Tür. Ich muss mal kurz weg. So. Ich habe die Zeit aber auch gleich genutzt, noch mal ins Briefing zu gucken, ob wir denn als Auftrag quasi haben, die Stadt Cosons noch zu räumen. Ist aber nicht der Fall. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich, wenn nichts mehr auftaucht, jetzt die meiste Zeit durchklicken. Bitte das zu entschuldigen. Ich finde es aber eigentlich gut, wenn der Missionsbauer eher zu viel als zu wenig Zeit gibt. Weil das gibt einem die Möglichkeit, viel mehr zu manövrieren. Ansonsten fühlt man sich häufig in der Bedrängnis quasi direkt drauf zu hauen. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Wenn man sich keine Gedanken machen kann. Ja. Aber hier hat das natürlich... allerdings, dieser Häuserkampf ist auch, finde ich, schwer einzuschätzen von der Zeit her. Also ich könnte jetzt theoretisch auch auf Waffenstillstand gehen. Der Grund, warum ich das nicht mache, ist, es kann sein, dass der Missionsbauer sich wirklich noch was überlegt hat, wie... ja, und dann bei 30 Minuten gibt es einen Gegenangriff oder so. Und das ist ja schade, wenn man das dann quasi wegklickt, weil man sagt, ach so, hier passiert ja nichts mehr. Ja. Gegenangriff bleibt aus, weil Gegner hat entschieden. Hat keinen Sinn. Nein, also es kann halt immer sein und es ist halt schade, wenn man das dann irgendwie... ich weiß, es ist langweilig, das durchgeklicke, aber ja. Ich könnte jetzt hier auch für Punkte, sage ich jetzt mal, durch die Stadt handeln, aber ich finde, das hat wenig Mehrwert,
weil wir in dem Häuserkampf meistens eher mehr Leute verlieren, weil wir quasi auf den Gegner auflaufen. Und das ist ja eigentlich nicht unser Ziel, auch wenn ich wette, dass es wieder in den Punkten mit drin ist. Ich finde es gut, wenn der Gegner Punkte bekommt, wenn wir zu viele Leute verlieren. Akko, du bist aber ein kaputtes Fahrzeug, oder? Oder passiert jetzt hier doch nochmal was? Na, der so direkt in dem Krater steht, von dem, was ich schon zerstört habe. Wir haben doch noch ein Bömmchen über, ne? Du kannst da nicht hingucken, nehme ich mal an. Entweder wird es jetzt aufgeklärt oder wir schmeißen noch mal eine 400, eine 1000-Pfund-Bombe drauf. Nee, ist aufgeklärt. Okay. Schade, ich dachte, holen wir nochmal unseren Tornado ran. Es kann natürlich auch sein, man muss auch immer damit berücksichtigen, also diese Kampagnen, wie hier, wo man sich einen Weg aussuchen kann und wo Verluste mit herübergenommen werden, ist natürlich auch schwer für den Missionsbauer irgendwo einzuschätzen, ja. Es kann natürlich auch sein, dass wir deutlich länger gebraucht hätten, weil zum Beispiel unsere Züge deutlich kaputter sind. Und daher sage ich jetzt mal, be my guest, dass man dann sich halt am Ende durchklicken muss. Wäre jetzt schade, wenn gar nichts mehr kommt. Aber. Ja, auch langsam dann schon spät. Jetzt würden wir ja auch langsam technologisch immer weiter den Vorteil haben. Tja. Bei 10 Minuten vielleicht ein Gegenangriff. Schwere Panzerspitze aus Richtung Hammer. Wohl nicht. Langweilig. Hallo. Gegner. Ploppt immer was auf, dann denke ich, ah, jetzt. Und dann stelle ich fest, nee. Ja, so hätte man aus meiner Sicht reinschreiben können, wenn du, also in die Missionsbeschreibung, dass beim Sichern der Station, wenn du die quasi gesichert hast, dass du quasi Waffenstillstand machen kannst, dass da nichts mehr kommt oder so. Also nicht, allerdings nimmt es natürlich auch die Spannung weg, weil man dann natürlich mit einem ganz anderen. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. So, vollständiger Sieg. Schauen wir mal durch. Wir haben 7 Mann Verluste, darunter meinen stellvertretenden Kompanieführer. War es der Kompanieführer? Ich glaube ja. Der Bataillonsführer. Ich glaube, der stellvertretende Bataillonskommandant war es sogar.
Ja, schauen wir. Wir sehen schon im Hintergrund viele, viele rote Punkte. Wir haben beide Ziele genommen, gaben je 150 Punkte. Wir haben Feindverluste nicht erreicht. Wie gesagt, weiß ich nicht, war auch nicht so unser Ziel, den Feind jetzt endgültig zu zerschlagen. Aber klar, wenn wir dem Feind Verluste zuführen, ist es gut. Aber wie gesagt, naja. Der Gegner, wenn diese drei Gebäude beschädigt oder zerstört werden, hätte er Punkte gekriegt. Wir haben natürlich furchtbar aufgepasst, was er alles kaputt machen. German Forces hat da 4 Punkte für gekriegt. Für 7 Abschüsse. Und eigene Verluste hat er keine Punkte für gekriegt, weil er ja ziemlich einen auf den Sack bekommen hat. Gut, schauen wir uns mal ganz kurz an, was wir hier noch so haben. Und da stellen wir fest, ist gar nicht so wenig. So auf den ersten Blick. Hier rechts, die Flanke ist sauber. Den Angriff habe ich aber auch nicht verstanden. Den habe ich nicht verstanden, was das hier sollte. Hier hat er eine einzelne Gruppe komplett alleine über die Flanke geschickt, ob er gehofft. Ich weiß nicht, was der Missionsbauer sich dabei gedacht hat. Würde ich gerne wissen. Ja, der Panzer hier, der stand wirklich gut und das hat ja auch lange gedauert, bis unser Leo den erwischt hat und im Grunde genommen. Ja. Also gut. Also ein hässlicher alter T-55. Hätten wir hier noch einen Granatwerfer gehabt. Auch hier. Das Einzige, wo er hätte so ein bisschen drauf wirken können, wäre die Tornhole gewesen. Ja, schade, bringt da hinten halt nichts. Wäre wirklich nur interessant geworden, wenn wir vorgestoßen wären. Dann haben wir hier Aufklärerzug. Gehören die zum Aufklärerzug? Nein, die gehören zum zweiten Zug. Motorisierte Kräfte. So, Aufklärerzug hier. Dem seine Gruppen existieren auch noch. Wir haben hier die erste Gruppe, die ist da hinten. Die dritte Gruppe, das ist ja die ATGM-Truppe, die hat's erwischt. Zumindest den auf dem Dach oben und dann haben die sich verpieselt. Dann die Reste da hinten, den Fahrer und dann gehört da noch ein Kampffahrzeug zu. Der hier stand ganz doof hinter dem Gebäude, okay, aber der wäre halt auch. Er hat keine Gefahr für uns geworden. So. Na gut, was haben sie sonst noch? Hier haben wir vorgeschobenen Beobachter. Der hat keine Verluste verursacht, hat uns aber zwischendurch mal ein bisschen genervt. Und hat da hinten völlig ins Nichts Artillerie gerufen. Das war okay. Der darf gerne wiederkommen als Gegner. Gut, hier haben wir einen Fahrer. Na, wir haben hier den T-55, dann haben wir hier den BMP-1. Das war der, von dem wir lange nicht wussten, ob der zerstört ist. Den hat die ATGM erwischt, aber das sah nicht so aus. Gut. ATGM-Truppe hat es auch gar keinen von erwischt, die sind dann so stiften gegangen, vom Dachbau durch unser Anfangs. Und das ist, kann ich nur sagen, das ist unglaublich wichtig, dieses initiale Bombardement, weil das nimmt einem sonst viel Bewegung. Wenn hier ATGMs sind, die schränken einen unglaublich ein und da war echt Glück gehabt, dass wir die zumindest dazu gekriegt haben, ihre Position zu nehmen. Die haben uns ja nochmal geärgert, aber die haben wir ja dann auch relativ zeitnah bekämpfen können. Ein Glück. Ja, Q-Trupp, mechanisierte Kräfte. Hier hätten wir nochmal so ein Pickup gehabt. Taxi. Also wir sehen, es sind schon nur noch so hier, die haben auch einen auf den Kopf bekommen. Der war natürlich nicht schlecht. Da haben wir auch keinen von erwischt, die haben wir nur vertrieben. Führergruppe. Noch ein Fahrzeug. Und hier die beiden direkten. Ja, gut, dass ich nicht mehr Bomben geschmissen habe, aber ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht nur sogar noch zwei daneben stehen, aber die hätten wir sehen müssen. Ja, hier, der kann für unsere Panzer natürlich gefährlich werden,
Wobei für unsere Carpets jetzt nicht unbedingt, weil das nur eine AT3 ist, aber für unsere SPZs, wobei da jetzt der Punkt ist, nur wenn die ihn halt nicht sehen oder bekämpfen können. Weil hier ein T-72, halt schon ein bisschen moderner. Ja, das war auch wirklich eine harte Stelle. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, ja, was haben wir? Der Gegner hat 75 Mann sind noch in Ordnung, 78 Mann ausgeschaltet, plus nochmal 26 Mann verwundet, ein Mann Verlust, 5 Panzer verloren, 7 Kampffahrzeuge. Ich denke, wir sind mit einer guten Statistik rausgegangen, aber, muss ich jetzt auch dazu sagen, aber, das hätte deutlich schwerer ausgehen können. Hätten wir die nicht so schnell von ihrer Position durch dieses breitflächige Artilleriebombardement versteckt, von ihrer Position verschoben und die Panzer so gut mit der Artillerie geknackt. Ist überhaupt, wo ist er? Wo ist er? Ah, 20 feine Verluste. Ein KPZ, 4 BMP, UAZ. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Guter Mann. Ja, und damit bleibt mir auch nichts weiter übrig, als zu sagen, es war mir eine Freude. Ich wünsche euch was. Wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und sage wie immer, bis denn dann, Speer voran. Haut rein!